Moin Leute, heute wieder eine weitere Folge auf der Obergriebach. Und jetzt schauen wir mal, was wir heute machen müssen. Bei so vielen Folgen muss ich erst mal schauen, was ansteht. Und jetzt schauen wir mal nach. Jetzt gucken wir mal. So, jetzt schauen wir mal, wie schaut das aus mit der Bodenbeschaffenheit. Aha, wir haben gedüngt hier. Feld 13. Benötigt Kalk. Schauen wir mal Wachstum. Na dann schauen wir mal. Hier können wir Weizen ansehen. So. Wie schaut es hier aus? Dann werden wir den Rest noch abmähen. Demnächst werden wir ein paar Bäume fällen hier. Die stört mich ein bisschen. Und die Felder vielleicht ein wenig zusammenhängen. Muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Aber ich denke schon. So, dann müssten wir ja den Hänger noch wegfahren, der stört. So. Das letzte Stück noch. So. Dann war's das mal wieder. So, dann stellen wir den rein hier. Okay, dann schneiden wir runter. Dann steigen wir mal aus. Wo ist unser zweiter Traktor? Ach, der steht da hinten. Genau, da müssen wir nur den Rest, das restliche Stroh einsammeln. Na, ihr Schweine. Müssen wir mal schauen, wie es denen dann geht. Oder schauen wir gleich mal noch. Unsere Schweine. Sauberkeit 69%. Das heißt, wir müssen das sauber machen. Wasser haben sie genug. Stroh ist am Massen drin. Weizen, Gerste, Zuckerrüben, Kartoffeln.
Weizen und Gerste. Das können wir dann mal reinfahren, genau. Schauen wir mal, was wir haben. Weizen und Gerste. Was haben wir? 6000 haben wir nur drin. An Weizen. Zählen wir den mal ab, weil dann brauchen wir den Hänger da vorne. Den könnte man eigentlich direkt gleich zu den Schweinen fahren. Das sieht beschissen aus hier. Ist zu groß. Naja. So, dann haben wir das mal ein bisschen was für Schweine rein. Sagen wir mal so 3000 Liter. Den Rest fahren wir wieder zurück ins Silo. Ja, hier sieht's aus. Gottes Willen. Ja, grunzt nur ein bisschen. Das reicht. Schauen wir mal nach. Naja, das reicht. Jetzt sind 6000 Liter drin. Bei 11. Wie fahren wir da hier? 44 Schweine. Bei den Hühnern sieht's auch noch gut aus. Mais. Was haben wir eigentlich Mais drin? Mais haben wir auch noch gar nichts, oder? Mais haben wir auch nichts mehr. Schauen wir mal, hier Mission haben mit Kartoffeln. Dann könnte man das statt abliefern, wenn es nicht viel gibt. Das könnte man dann bei uns abfüllen. Müsste da mal was auch funktionieren. Weizen. Hier haben wir gar nichts. Ernten, Weizen, Weizen, Ansehen, Ernten. Was gibt es hier auch? Weizen, Baumwolle. Ne, da haben wir momentan nichts. Naja. Dann haben wir das Restliche da rein. Nehmen ab. Dann fahren wir schnell zum Ladewagen. Holen wir das restliche Stroh noch. Dann sind wir da draußen mal fertig, würde ich sagen. Da müssen wir noch kalten, müssen wir noch. So. Dann machen wir das Ratzfatz hier noch. Eigentlich bräuchte man das gar nicht mehr. Die Strohballen könnte man eigentlich auch verkaufen.
Weil das muss eh hier alles nur lose reingeschüttet werden. Fest wird nicht genommen, zumindest bei den Schweinen nicht. So. So, das war's. Jetzt schauen wir noch mal schnell bei den Tiere, was wir hier am Mist haben. Was haben wir hier eigentlich? Mist, Gülle. Oh, recht viel haben wir hier nicht. Ja, mir bräuchte man viel mehr Mais, Kartoffeln. Oben wäre eigentlich alles fertig. Das wäre halt besser, glaube ich, wenn wir schnell erst ein Schweinefutter vom Shop kaufen würden. Dann hätten wir zumindest mal einiges mehr drinnen. Kriegen wir da noch was rein? An Stroh, ein bisschen was noch. Machen wir das mal schnell. Schauen wir noch, was wir am Strom reinbringen. Fast gedacht. Schauen wir mal, was wir noch an Schweinefutter kriegen. Was haben wir hier? Schweinefutter. Haben wir das Größte auch noch? Hier? Ne, haben wir nichts. Und hier? Schweinefutter gibt es ja nicht, oder? Doch, Schweinefutter. Komm, die holen wir uns. Ja, da ist alles drin. Das passt dann. Den hängen wir schnell ab. Dann fahren wir noch schnell zum Shop, holen wir uns noch eine Palette. Jetzt schauen wir, ob wir hier noch eine Gabel haben. Haben wir keine Gabel? Gabel, Gabel, Gabel. Palettengabel, keine da. Jo. Die müssten wir eigentlich haben. Wo ist die? Wo ist hier die Palettengabel? Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Die liegt wahrscheinlich noch bei den Hühnern. So. Zum Kalten werden wir heute nicht mehr kommen. Das machen wir das nächste Mal. Ja, da liegt sie ja. Fahren wir schnell runter hier.
Okay. So, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen sachte fahren. So, lass ein bisschen runter hier. Okay, geht. So, dann schauen wir mal, wie es ausschaut dann. Aber es wird dann schon passen. Da werden sie sich freuen, die Schweine. Das reicht ein bisschen für eine gewisse Zeit, weil so schnell ist das jetzt auch nicht alles aufgerissen, denke ich mal. So. Ich hoffe, dass das funktioniert. Oder muss ich hier rausfahren? Wieso wird das hier nicht genommen? Na gut, dann machen wir das halt nächstes Mal mit dem Hänger. Dann funktioniert es auf alle Fälle. Also liebe Leute, ciao, bis demnächst.